Mir ist dann aber nicht so, dass wenn man nicht eine bestimmte Reihe von Gesetzen gehört hätten, dass die Emanzipation von der Frau noch nicht so weit wäre, wie es ist. Also ist sie ganz der Meinung, dass bestimmt wichtig wäre, dass auch Frauen für die Frauen gestritten haben, damit die Verhandlungen gegangen sind. Ich finde just immer auch die andere Approche bei dem Sujet, ist, dass man nie ganz will mit der Emanzipation. Ich fand, dass alles sich so am normalen Weg machen und dass man zwei alle Leute auf der Welt tun, dass sie Männer und Frauen und dass sollen die probieren, irgendwie eins zu gehen. Ich kann das emanzipieren, ich kann das nicht mehr hören. Sind Männer noch emanzipiert oder muss man denen losschwimmen? Da stellen sich die Frage, es gibt ja viel Männer, die so und Frauen sind, als zu viel emanzipiert, um lieber Spitz auszudrücken. Und die gründen etwas wie ein AHL, eine Association des Hommes de Luxembourg. Da gehen dann an den Dereszeitungen ganz viele gehässige Leserbriefe, die Gekte haben wir gemerkt. Und wird dann die Emanzipation in Regen Kammer gefräst, sodass Männer sich halt müssen gehen Frau werden. Ich habe die Impression, dass ganz viel daraus kommt, dass die Männer fürchterlich gelitten haben, wenn sie an einer Schädung wären. Finanziell, moralisch. Ja. Und dass du irgendwie dort sitzen bleibst, weil die Gesetze, die du gemerkt hast, sind. Demos, wäre ja teilweise für die Frauen. Und Frauen kriegen ja noch immer, gebe ich bei so nahe 90%, hier kann er zugesprach. Das haben wir noch nicht bewiesen, dass die Mammen immer die besten Erzieherinnen sind. Das kann ja auch der Papst sein. Und dafür wollen wir schon, dass wenn die Männer da oben gerichtet, hier kann er nie mehr Krieg tun. Und immer müssen streiten für sie rum zu sehen. Und hier das Haus verloren haben. Und wenn sie drei oder vier kann, hätten sie für die alle müssen bezahlen. Wenn die für einen finanziellen Ruin stehen, dass in diesem Moment Moment so geht, du, wir müssen etwas machen. Wir können uns das doch nicht mehr gewähren lassen. Das tut aber nicht unbedingt etwas mit zu tun, zu haben, dass sie gegen die Emanzipation von der Frau sind. Ich meine einfach, dass die sich so ein, wir kommen nur durch schlechte Wäsche, wir müssen noch ein etwas machen. Und ihr habt uns von einer Frau noch direkt gefühlt, Robby Mehl. Von den emanzipierten Frauen. Von mir hoffentlich noch nicht. Nein. Also, hier aus meiner Priest der Jugend zu schwätzen, ich bin ein von fünf Kammer, einzig jung am ältesten. Oh und ich bin für alles responsabel gemerkt, was du ihm gestöpft hast. Das heißt, ich habe mich immer müssen, über meine vier Schwestern ist für mich der Herr. Und ich bin auch mehr dagegen, muss ich sagen. Also in der Beziehung bin ich nicht geschädigt. Ich bin dir dann aber verstanden, dass die Hauswegen-Assoziation die Tachangel gibt. Ja, sind, das ist ganz sicher eine Überreaktion, du. Und ich verstehen, dass aus den Reflexen heraus oder aus den Situationen und Entscheidungen heraus, du ein paar die Leute sagen, so kann das doch nicht sein, wir müssen rum ein Kehr, die Gelle mitfahren. Das ist wie immer bei unserer Emission Zeitleben, da ist zu viel sehr fort. Ich profitiere aber von der Gelegenheit, weil dir von Bauenweg kommt. Du hast den Moment, wo die Gemüter ein bisschen heich kachen, wenn es den Centre d'Accueil pour Toxicoman, den soll auf Bauenweg kommen. Für was geht sich los, wie diesem Zentrum zu Bauenweg gewährt? Man ja, da gehen die paar Sachen. Also, das allererste, was mir dazu auffällt, ist, dass wir gesagt haben, dass wir müssen eine Fixerstufe kriegen. Du sollst ja mal immer an die Hollischer Straße kommen und du hast aber alle Menschen auf Barrikade gegangen. Das geht nicht, da sind lauter Kanner, die rausgehen. Die haben aber ruhig 10 Jahre hoffentlich, wenn sie da hingehen. So, da könnt ihr da Bauenweg. Und könnt vis-à-vis von einem Lycée die paramedikal enseigniert, der Tisch, da kommen nur Infirmieren, da kommen keiner mal 12 Jahre, da kommen sie nicht mal durch, sind hier an die Schule. Und die fixerst du was vis-à-vis. So, da gibt es da dreierlei Sachen. Das erste ist mal, dass die Kanner, wenn sie heimfahren, müssen sie mal durch, von dir auf den Bus. Weil auf der anderen Seite können sie nicht am Rad, dass sie zum Mund aufhören. Weil all die anderen, die zurück an die Stadt gehen, die stehen mal da, von dir. Du nicht mal Geduld, wenn die Stadt da so gescheit ist, weil das anscheinend Stadt. Weil der Bäumeister hat uns schon versprochen, im Interesseverein, es käme nie den definitiv fixer Beruf auf Bauenweg, wir hätten noch nicht mehr die Provisoire. Ein Lauf an den Dorin erinnert, als können wir die Stadt Lützburg, ich lasse die Stadt. Ich will nach Wunders nach den Bäumeisterin erschreiben. Nee, aber für was sind die Leute zu Bäumeweg so abgerufen? Ja, das ist an einem Wund. Ja, aber das ist an einem Wundkartchen. Die meisten Leute, die wohnen da, wo sie das da hinsetzen. Und dann sind nicht die einzige Ursache, für was das mal überhaupt, dass ein verständlicher Mensch auf die können, das geht mir auch nicht an den Kopf. Wenn es nicht das wünschen wir gedacht, dass der Staat das hier raffiniert, das ist ja gescheit Leute, die haben sich gedacht, wenn das Fixerstufe vis-à-vis hat,
Dabei, das kann er nämlich über die Straße schicken, für ihr Praktikum zu machen. Versuchst gesehen ist nicht, wie wert, dass die Leute ausgerechnet das vis-à-vis von einer Schule bauen. Ja, Robby, wir sind dann nicht so ein Centre d'accueil einfach prinzipiell begrüßen. Nein, ich wollte so einen Gag an den Neck. Also wirklich, nein, das ist einfach ein falscher Approach. Wir haben ja ein komplett anderer Approach, was die überhaupt Bekämpfung von der Drogengeschichte überlernt. Solange wie wir nicht mehr repressiv vorgehen. Und da hat die letzte Bayer Stadt dann an ihrer Wo, als da auf anderen Plätzen schon zum Teil als daraus gelehrt ging. Solange wie wir repressiv sind, geht auf dem Drogengeld verdient. Das ist ganz klar, was wir zurückgehalten geht, was der Stoff mit euch ist. Dafür so mehr ja, kommen wir an das, ob aber ob ein gescheit, ob ein intelligent, der weiß. Das heißt, wir probieren sie, da wo sie sind, sie wird Land verdeelt zu lassen, ansammeln medizinische Betreuung zu holen bei einem Doktor, bei einem Abdekter, vielleicht sogar an einem Spital oder so, wo sie können hingehen, wo sie gratis ihre Stoff kriegen, wo sie aber gleichzeitig an einem Zentralcomputer registriert sind, dass sie nicht können den ganzen Tag immer um einen anderen Platz gehen. Das heißt, wo sie ein elektronisches Kärtchen haben, wo sie hingehen, direkt wissen, hey, den hat die Dosis, die letzte Dosis kriegt, dann kriegt dann die nächste. Dann hast du dafür gesagt, dass es das proper Stoff war, dann hast du dafür gesagt, dass sie proper Spritzen haben. Sie sind nicht auf einem Kopf bei ihnen. Aber das Wichtigste, wir gruben im Geschäft Wasser auf. Das heißt, der Drogenhandel fällt an sich zusammen, an den die Teufelsspirale, die daran besteht, dass diejenigen, die konsumieren, sich immer um selber neue Klienten sicher gehen, für einen eigenen Konsum zu finanzieren, auch das fällt alles weg. Sie ist Angel, das letzte Wort gehört immer der Frau. Oh, wie leif. Majo, ich will eigentlich nicht weiter darüber herangehen, wir kommen bestimmt noch auf die Sujet zurück, weil da sind noch andere Initiativen, die auch schon proposieren, die sie von der RDR... Ja, dieser Sendung. Nein, wir nehmen das nicht aufhängen, also dann geht es nach wenigstens eine Sendung dabei. Nein, ich meine, also muss dezentralisiert, das ist das allerinzig. Sind wir am Angel, das letzte Wort gehört trotzdem mir. Ich sage nicht merci, Robby Mehl, ich sage noch ich merci für alle Marisch für das Nachgucken. Das heute war eine schlechte Sendung für unser Sommerpause, die geht den ganzen Juli durch rediffusiert. Am August geht es keng. Die nächste Emission holen wir dann ab den 27. August, meintes, wo, das wissen wir noch nicht, das sollen wir aber nachzuhalten auf unserem Internet, www.rbr.lu. Ich sage nicht, vielmals merci, bis die Anerkennung. Thank you.